In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen. Heute geht es um die Hüftprothese. Die wird meist im Alter nötig, zum Beispiel wegen einer ausgeprägten Arthrose, aber auch bei angeborenen Fehlstellungen zum Beispiel. Wann wird die Prothese nötig? Wie wird sie eingesetzt? Das erfahren wir heute vom Chefarzt des Endoprothetikzentrums an den Hessen-Kliniken, Dr. Jan Thomas. Hallo, grüß Sie. Schönen guten Abend. Ja, wann wird sie nötig? Also Arthrose, habe ich schon gesagt, so eine Alterserscheinung, wo das Gelenk dann irgendwann kaputt ist und das so zerstört ist, dass man eine Prothese braucht. Ja, richtig. Also der häufigste Grund für das Einsetzen einer Prothese ist der Hüftgelenksverschleiß, also die Arthrose des Gelenkes. Es gibt auch Fälle von Hüftgelenksfrakturen, wie zum Beispiel Schenkelhalsfrakturen, bei denen eine Hüftprothese eingesetzt wird. Aber meist ist es die Arthrose. Mhm. Und angeborene Fehlstellung ist auch relativ häufig Dysplasie, sodass ja, die Pfanne falsch gewachsen ist und das Bein nicht richtig drin ist. Richtig, genau. Die Hüftdysplasie, davon spricht man, wenn die Pfanne nicht ausgereift ist und der Oberschenkelkopf nicht gut überdacht ist. Und das ist einfach eine sogenannte präarthrotische Deformität. Das heißt, es entwickelt sich in der Regel früher eine Arthrose als bei einem normal ausgereiften Hüftgelenk. Mhm. Arthrose, wie merke ich das eigentlich? Also wenn ich jetzt im Alter, wenn ich jetzt zuschaue und denke, vielleicht habe ich das ja, ich habe immer so Schmerzen. Wo sind die Schmerzen denn? Sind die hier an der Seite, wo man sich das vorstellt, da wo man denkt, dass wo das Bein in die Hüfte geht? Ja, also beim Hüftgelenk sind die Schmerzen häufig im Leistenbereich, weil man, wenn man die Anatomie anschaut, das Hüftgelenk an sich in der Leiste sitzt und nicht außen. Man hat aber auch manchmal Schmerzen im Gesäß. Manchmal strahlen die Schmerzen auch von der Leiste in den Oberschenkel oder zum Knie aus. Manche Patienten kommen auch lediglich mit Knieschmerzen zu uns zur Untersuchung und letztendlich liegt die Ursache in der Hüfte. Mhm. Dann kommen wir zu den Prothesen. Da gibt es verschiedenste Formen. Das hat sich stark weiterentwickelt. Früher waren es so riesige Oschis. Das ist schon lange nicht mehr so. Sie haben uns ein bisschen was mitgebracht. Die sind sehr klein. Also richtig, genau. Also wenn heutzutage die konservativen Maßnahmen ausgeschöpft sind und wir operativ den Patienten therapieren, weil wir die Ursache angehen möchten, das heißt dem Patienten dauerhaft die Beschwerden nehmen, steht uns heute natürlich eine wesentlich bessere Materialkombination zur Verfügung als früher. Das heißt, die Form der Prothese hat sich geändert, die Haltbarkeit, die Abriebfestigkeit hat sich geändert. Und die Aufgabe des Arztes ist es, der die Patienten berät, das richtige Implantat für den Patienten auszusuchen. Wie lange komme ich denn mit so einer Arthrose zum Beispiel jetzt zurecht, ohne dass ich jetzt diese Hüft-OP brauche mit einer Prothese? Also, dass ich das erstmal konservativ irgendwie hinkriege, dass ich das noch bewegen kann. Also, das ist ganz unterschiedlich. Manche Patienten haben über Jahre oder sogar Jahrzehnte Beschwerden, die so langsam anfangen, dann auch mal wieder verschwinden, dann wieder kommen, dann wieder mehr werden, dann unter konservativen Therapiemaßnahmen häufig für Monate oder sogar auch viele Jahre noch mal in einem Bereich sind, wo die Patienten gut zurechtkommen und auch keine Operation brauchen. Manche Patienten entwickeln die Beschwerden innerhalb von Monaten derart stark, dass sie sagen, so komme ich nicht mehr zurecht. Letztendlich ausschlaggebend für die operative Versorgung ist die Einschränkung der Lebensqualität im Sinne von Schmerz, Bewegungseinschränkung und Reduktion der Mobilität. Lohnt es sich dann erstmal abzuwarten, wie sich das entwickelt? Oder sagt man, das wird sowieso so schlimm, dass man irgendwann mal eine Prothese braucht? Mach's doch jetzt gleich. Nein, also gleich macht man das auf keinen Fall. Es lohnt sich immer abzuwarten, weil typischerweise der Verlauf der Beschwerden so wellenhaft ist. Das heißt, es gibt mal schlechtere Zeiten, aber häufig beruhigt sich eine Arthrose auch wieder. Die geht zwar radiologisch, also im Röntgenbild, nicht zurück. Aber es ist so, dass durchaus die Beschwerden sich noch mal lindern können, von verschiedenen Faktoren abhängig, Wetter, Temperatur, konservativen Therapiemaßnahmen, sodass man nie zu früh operativ tätig werden sollte. Dann kommen wir jetzt mal dazu, wie sich das Ganze aussieht im Röntgenbild. Okay. Vorher-Nachher-Bilder. Sie haben uns ein paar mitgebracht und erklären uns mal ein bisschen, wie diese Prothesen denn eigentlich eingesetzt werden, genau, oder wo die Ursachen liegen. Ich habe Ihnen mal ein Bild mitgebracht, eine typische Beckenübersichtsaufnahme. Das heißt, der Patient steht vor uns. Wir haben hier das rechte Hüftgelenk, hier das linke Hüftgelenk. Hier wäre übrigens seitlich, deswegen ist der Schmerz häufig nicht an der Seite, sondern hier im Leistenbereich, weil das Hüftgelenk hier sitzt. Man sieht den Oberschenkel und den Schenkelhals und den Hüftkopf, der hier schon deutlich entrundet ist und eben eine deutliche Arthrose aufzeigt. Sie sehen auf der Gegenseite einen guten Gelenkspalt. Das ist der Knorpel, den man im Röntgen nicht sieht, weil da die Strahlen einfach durchgehen. Aber wenn mal der Knochen im Knochen steckt sozusagen, dann weiß man schon, da kann kein Knorpel mehr sein. Wir haben eine seitliche Aufnahme im zweiten Bild. Da sieht man das noch mal ein bisschen gedreht, den Oberschenkel und das Hüftgelenk noch mal genauer, sodass man eben sieht, der Hüftkopf ist komplett entrundet und eben stark arthrotisch verändert. Und das geht natürlich mit Beschwerden und Bewegungseinschränkungen einher und führt häufig dann zur operativen Versorgung. Wie man das machen kann, sehen wir im nächsten Bild.
ein Patient mit einer guten Knochenqualität, die sich sehr gut mit einer Kurzschaftprothese minimalinvasiv heutzutage versorgen lässt. Die ich vorhin mal gezeigt habe. Richtig, ganz klein, genau. Ja, ne? Die ist sehr knochensparend und Sie sehen schon, die legt sich so anhand der Kurve des Oberschenkelknochens an. Das heißt, wir rekonstruieren die Anatomie des Patienten selbst und können so eben einerseits eine voll belastbare Situation schaffen, andererseits auch sehr knochensparend arbeiten. Mhm. Die halten das aber auch eine ganze Weile, ne? Weil das ja nur reingesteckt wird. Das wird ja nicht zementiert, richtig, sondern wird nur reingesteckt. Es gibt unterschiedliche Verankerungsmöglichkeiten. Man kann eine Hüftprothese zementfrei verankern, so wie in diesem Beispiel oder auch im nächsten Beispiel. Es gibt auch die Möglichkeit, bei sehr weichen Knochenverhältnissen, bei einer starken Osteoporose zum Beispiel, im Rahmen einer Schenkelhalsfraktur häufig vorkommen, dass man auch zementiert verankert. Das ist bei den Hüftprothesenversorgungen unter 10% in Deutschland der Fall, weil die zementfreie Versorgung gewisse Vorteile hat, wenn der Knochen ausreichend fest ist. Also für diese Prothese wird einfach nur ein Loch in den Knochen gebohrt und da wird das reingesteckt. Richtig, und dann sitzt das fest. Dann sitzt es verklemmt sich primär, sodass es voll belastbar ist und sekundär wächst der Knochen an die Oberfläche der Prothese heran und hält diese dann eben über die Jahre und Jahrzehnte fest. Mhm. Und die Kugel in der Pfanne, die hat dann dieses Gegenstück hier, genau. Das dann da oben reingesetzt das ist. Dieses, genau, das kommt ins Becken, das ist die Hüftgelenkspfanne und es ist so, dass die sogenannte Gleitpaarung aus dem Hüftkopf und dem Innenleben der Pfanne besteht. Und da gibt es verschiedene Materialkombinationen mit ihren gewissen Vor- oder Nachteilen. Bin ich da eigentlich hier, wenn ich das gerade so sehe, bin ich da beweglicher mit als vorher? Also, wir wollen die Beweglichkeit wieder erreichen, die Patienten ursprünglich hatten im Hüftgelenk. Da gibt es natürlich Unterschiede. Das Hüftgelenk ist ja auch bandgeführt. Nicht alle Patienten sind gleich beweglich, auch ohne Arthrose. Und wir wollen das erreichen, was vorher da war. Machen wir mal weiter mit den Bildern. Genau. Das ist auch ein Bild, auch eine fortgeschrittene Arthrose, wiederum des linken Hüftgelenkes. Sie sehen aber hier, dass der Oberschenkel sehr gerade in den Schenkelhals übergeht und der Markraum sehr weit aufgeht. Und da kann es sein, dass eine Kurzschaftprothese nicht stabil genug zu verankern ist. Dann gibt es sogenannte Geradschaftprothesen, die kann man hier mal zeigen. Die haben den Vorteil, dass sie sich ein bisschen weiter unten verklemmen können, zusätzlich zu oben. Und genau, da kann man hier vielleicht, wenn man das hier nebeneinander stellt, dann sieht man schon, die ist ein kleines bisschen länger, verankert sich deshalb auch weiter unten im Markraumsystem und erlaubt eben unmittelbar wieder eine Vollbelastung nach der Operation. Das ist das, was wir anstreben. Und wenn wir mal das nächste Bild sehen, kann man das ganz gut erkennen, dass der Schaft sich weiter im Knochen abstützt und dadurch eben eine längere Strecke hat, wo er einheilen kann und sich stabil verklemmen kann. Und damit auch voll belastbar. Wo ist der Unterschied, was jetzt den Patienten Wirklichkeit, Komfort und so weiter angeht, zwischen diesen beiden Prothesen? Ist da ein Unterschied oder ist es einfach nur, der sitzt besser? Es ist kein Unterschied im Komfort. Der Patient spürt nicht, welche Art der Prothese er hat. Wenn die Knochenqualität es erlaubt, ist die Kurzschaftprothese von Vorteil, weil sie ist knochensparender. Das heißt, wir haben mehrere Optionen für die Zukunft. Das heißt, falls mal eine Wechseloperation notwendig werden sollte, nach 15, 20, 25 Jahren, dann hat man natürlich noch mehr Knochensubstanz zur Verfügung, um zum Beispiel von einer Kurzschaftprothese auf dieses Modell zu wechseln. Jetzt sieht das so aus, also dieses riesige Metallteil da in diesem Marken und der Knochen ist noch ganz dünn an der Seite. Wie stabil ist das? Ist da, hält der Knochen das auf Dauer aus oder muss man da vorsichtig sein? Kann das da an der Stelle brechen? Das hält er auf Dauer aus und es ist sogar so, dass bei den zementfreien Prothesen der Knochen sich wieder stärkt, das heißt an die Prothese heranwächst. Allerdings ist es so, dass die Studien und die Registerdaten zeigen, dass bei älteren Menschen, zum Beispiel über 80, gerade bei einem Sturz, die Knochenbruchwahrscheinlichkeit höher ist, wenn ein zementfreies Implantat vorliegt oder einliegt. Und das ist auch einer der Gründe, warum man bei älteren Patienten mit einer Osteoporose ganz gerne zementiert verankert, was für die Patienten dann die bessere Variante ist. Mhm. Haben wir noch eins? Oder? Ja, ich habe Ihnen noch mal ein Fallbeispiel mitgebracht. Eine Patientin, die ist noch jünger, noch erwerbstätig, hat beidseits Arthrosen in den Hüftgelenken, auf dem Röntgenbild rechts stärker ausgeprägt als links. Es ist so, dass die Patientin die Beschwerden seit vielen, vielen Jahren auf der rechten Seite hatte und als sie zur Vorstellung kam, aber hauptsächlich wegen der linken Seite kam, weil die sehr, sehr stark geworden sind in den Monaten davor. Und bei der Untersuchung und beim Röntgen haben wir dann besprochen, dass wir das Hüftgelenk ersetzen werden. Das ist eine sogenannte Hüftdysplasie, also eine nicht komplette Ausreifung der Hüftgelenkspfanne. Und dann kam im weiteren Verlauf des Gespräches auf, dass die Patientin nicht so lange ausfallen möchte, beruflich bedingt, beidseits Schmerzen hat. Und wir dann gemeinsam zu dem Entschluss gekommen sind, dass wir beide Hüften in einer Sitzung ersetzen können. Und das haben wir im nächsten Bild, sieht man das. Das ist eine Patientin, die wurde an einem Tag an beiden Hüften endoprothetisch versorgt. Auch die Patientin,
darf voll belasten von Anfang an. Das heißt, die Patientin ist aufgestanden ab dem ersten Tag nach der Operation. Das ist natürlich die ersten Tage ein bisschen mühsamer für die Patienten. Letztendlich, ich habe die Patienten dann zur 3-Monats-Kontrolle gesehen und sie war total glücklich, weil sie gesagt hat, sie muss nicht nochmal das Ganze mitmachen, sondern sie hat schon hinter sich und beide sind versorgt und sie hat keine Schmerzen mehr. Aber das ist dann eine sehr aufwendige Operation, oder? Wie lange dauert sowas? Wie lange dauert eine Prothese und wie lange dauert eine zweite? Also bei der Patientin haben beide Seiten um die 35 Minuten gedauert. Das heißt, die Gesamtoperationszeit war etwas über eine Stunde. Und der Blutverlust war insgesamt, glaube ich, 300 Milliliter, also nicht besonders stark. Das ist heutzutage aufgrund der minimalinvasiven Zugänge sehr gut möglich, sodass die Patientin auch direkt am OP-Tag wieder auf die Normalstation verlegt werden konnte und dort eben schon ab dem ersten Tag aufstehen konnte. Das geht ja unglaublich schnell, halbe Stunde für eine Hüfte. Wir sind natürlich in unserer Klinik spezialisiert. Das heißt, ich selber und mein Team machen jeden Tag nichts anderes als Hüftprothesen, Knieprothesen, Ellenbogen und Schulter. Und nicht nur der Operateur, sondern auch alle, die dabei sind im OP und auch in der Nachbehandlung, kennen sich sehr, sehr gut damit aus. Und das führt natürlich zu einer größeren Schnelligkeit, wobei das Ziel ist die Qualität. Erst muss die Qualität stimmen und dann ist die Schnelligkeit von Vorteil. Wird das eigentlich vorher irgendwie vermessen, dass man dann passend für das jeweils individuelle Hüftgelenk die passende Prothese vielleicht noch eine andere Form nimmt oder das genau einpasst, was diese Pfanne da oben angeht? Ja, Sie sehen bei den Röntgenbildern, wenn Sie die präoperative Aufnahme noch mal zeigen können, ein Bild davor, da ist eine sogenannte Messkugel drauf. Das heißt, wir können die Größenaufnahme rausmessen. Das ist dieses hier. Und dann planen wir verschiedene Prothesenarten und Größen individuell für jeden Patienten und haben natürlich alles im Vorrat und können dann das entsprechende Implantat für die Patientin auswählen. Das ist dieses Teil, oder? Richtig. Dass man das dann entsprechend der Größe auswählt. Richtig, die genau. Lenkpfannen sind unterschiedlich groß. Und beim Schaft natürlich auch, genau. Mhm. Damit es zu einer guten Verklemmung kommt und damit die Belastbarkeit gegeben ist. Ja, OP, Sie haben schon gesagt, die dauert nicht lang und man steht direkt am Tag nach der OP, steht man auf und macht schon erste Schritte. Wie lang dauert es denn, bis zum Beispiel diese Patientin mit den beiden Hüftgelenken, bis die wieder einigermaßen normal laufen, Treppen steigen kann? Ja, also die Patientin, die beidseits versorgt wurde, die war 10 Tage im Krankenhaus bei uns, sonst sind die Patienten so 5 bis 7 Tage im Krankenhaus. In der ersten Woche können die Patienten auch schon wieder Treppen steigen, natürlich unter Anleitung der Physiotherapeuten, was sie dabei zu beachten haben. Sie haben die ersten 1-2 Tage einen Gehwagen, einfach, dass sie sicher sind, dass sie das Zutrauen wieder finden zu ihrem neuen Gelenk. Danach steigen wir um auf sogenannte Unterarm-Gehstützen, also Krücken, die aber nur zum Nebenherführen sind, zur Sicherheit, dass der Patient, falls er doch noch aus dem Gleichgewicht kommt, da einfach eine Abstützung hat. Und dann hängt es individuell natürlich auch von der Ausgangssituation ab. Viele Patienten laufen am Ende der ersten Woche bereits frei. Manche haben 4 bis 6 Wochen die Gehstützen dabei, weil es ihnen sicherer damit vorkommt. Und für mich ist beides in Ordnung. Die Patienten sollen nicht fallen und sollen sicher ihr neues Hüftgelenk bewegen können. Und wenn man dann irgendwann Zeit hat, noch ein bisschen zu trainieren, dann kann man auch wieder ganz normal leben, also ohne Einschränkungen. Ja. Auch Skifahren gehen, in die Berge gehen, anderen Sport, Tennis spielen. Wir machen es ja dafür, dass wir eben wieder Lebensqualität zurückgeben möchten. Mhm. Man wird jetzt Skifahren nicht anfangen, wenn man neu ein Hüftgelenk bekommen hat. Wenn man aber ein guter Skifahrer ist, gehen die Patienten natürlich auch gerne wieder Skifahren. Das ist auch in Ordnung. Wir erlauben es nach einer gewissen Rekonvaleszenz und wenn die Patienten wieder muskulär gut kompensiert sind. Also, da kann man einiges tun, wenn man eine Coxarthrose heißt das, ne? Die Arthrose im Hüftgelenk hat oder sonst wie Schäden hat am Hüftgelenk. Es ist schnell operiert, man ist schnell wieder auf den Beinen. Also, und die Schmerzen sind weg. Das ist letztendlich der größte Benefit der Operation und auch der häufigste Grund, die Operation durchzuführen, sind natürlich die Schmerzen. Und die sind in der Regel beim Hüftgelenksersatz weg. Dr. Thomas, vielen Dank fürs Kommen und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.